herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Wir haben die Korsaren jetzt endgültig alle erledigt. So glaube ich, habe jetzt alles nochmal nachgeprüft. Und wir werden jetzt zurück ins Dorf gehen, nochmal mit dem Dorfvorsteher sprechen und mal gucken, zwischenzeitlich, ob es den... Hä? Der Alvarez? Wieso ist denn der jetzt tot? Mhm, okay. Er liegt da mit seinem Kopf in den Flammen. Ja, der Alvarez ist jetzt auch tot. Ich hatte ihn ja nicht getötet. Ich habe ihn ja nur geschwächt. Komisch. Aber zwar zurück zum Dorfvorsteher und mal schauen, was er dazu sagt, wenn wir die Insel wieder verlassen. Oh, war ja. Ich habe nochmal zwischenzeitlich mit allen anderen Dorfbewohnern geredet. Es gibt nichts. Also hier gibt es gar nichts mehr. Also jedenfalls nichts Besonderes. Ja. Hey du! Ja, okay. Es hätte ja sein können, dass irgendwas Neues gibt, nachdem die ganzen Korsaren kaputt sind. Und Iram hat ihn noch nicht gesprochen gehabt. Darf ich dich was fragen? Nein. Ja, okay, doch. Ja, sorry, dass ich das nochmal wiederhole, aber sicher ist sicher. Mal gucken. Vielleicht gibt es bei Roche eine neue schöne Sonne. Eine neue Gesprächsoption bei Roche. Okay, die sitzen jetzt alle ganz lustig zusammen. Da stehen, besser gesagt, nee, gibt es nichts. Ja, dann. Es geht weiter. Du sollst hier nicht auf die Kisten springen hier. So, Vorsteherchen. Dann leb wohl. Mach's gut. Mach's gut. Ich habe meine Informationen und werde Adamos verlassen. Wohin werdet ihr jetzt reisen? Zu den Chorinseln. Zumindest ist die Orkflotte in diese Richtung weitergesegelt. Nun, vielleicht kommt ihr dann ja auch nach Korinis. Und vielleicht werdet ihr dann meinen Sohn treffen. Könnte sein. Wie heißt er denn? Garrick. Gut, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht finden wir ihn ja. Damit würdest du meiner Frau und mir eine große Freude machen. Leb wohl. Gute Reise und viel Glück. Ja, gute Reise. Ich habe nochmal einen Questeintrag. Der verlorene Sohn. Bat mich, nach seinem Sohn zu sehen. Ja, genau. Das ist schön. Der Name ist Garrick. Das muss ich mir mal merken. Ich kann mir sowieso keinen Namen merken. Dann, ja, zurück zu unserem Schiff. Ja, wieder an Bord. Ah, schön. Seeluft schnuppern. Ich glaube, ich werde erstmal eine Runde schlafen. Und währenddessen, also wenn ich wieder aufgewacht bin, werde ich wieder meine Waffen aufrüsten, Pfeile, Sägen, Hämmern und so weiter. Ihr wisst schon, das lasse ich aber aus. Dann schauen wir mal, was wir denn alles so zu Gold gemacht haben. Also ich habe ein bisschen mehr Gold, habe ein paar Dinge verkauft, habe ein bisschen mehr Munition generiert. Jo, und mehr auch nicht. Also bis jetzt. Dann gehen wir mal zu Wulfias rüber. Da möchte ich ganz gerne auch noch mal gucken, was er so in seinem Reservoir hat. Also was er verkaufen will oder was er mir anbietet. Kann ja sein, dass ich mal was Nützliches brauchen könnte. Gucken wir mal an. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. Ups, Heilung der Besessenheit. Was macht das? Lebensenergie Bonus 100. Und Wert 50. Kauf ich mal. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Guck ich mal in meinem Inventar. Ja, da hab ich's. Schön, da ist es. Was macht es? Weiß ich nicht. Jetzt auf jeden Fall erstmal speichern. Und dann werde ich es mal versuchen zu trinken. Mal gucken, was passiert. Du fühlst dich elend oder was? Oder erholt? Ich weiß es nicht.
Wird sich das jemals ändern? Nochmal, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Darf halt nicht alles glauben. Oder hat das nochmal? Hä? Okay. Dann mache ich anders. Dann mache ich das anders. Ich werde nochmal den Stand speichern. Den Stand laden. Bevor ich es getrunken habe. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Guck mal in mein Inventar, da ist es drin. Und. Zeig mir deine Ware. Kauf es mir nochmal. Jetzt ist es wieder aus seinem Inventar raus. Zeig mir deine Ware. Und da ist es wieder drin. Und ich habe 2 Stück. Fehler oder Feature? Das ist die große Frage. Also ich trink's mal nicht. Bitte schreibt in den Kommentaren, was es damit auf sich hat. Generiert Wulfias immer Trank der Besessenheit? Und was passiert, wenn ich es trinke? Das ist irgendwie sowas Belia-mäßiges, was Schlimmes oder solche Geschichten? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es von euch einer besser? Okay. Ja, wie sieht's denn eigentlich mit meinen... 15 Lernpunkte. Vielleicht sollte ich doch noch mal... Alba macht ja Stärke und Geschick. Aber ich kann auch Schildparade lernen. Lohnt sich das eigentlich, eine Schildparade bei Harald zu lernen? Weil... Ich habe ja ein Schild dabei. Schaden kann es doch nicht, oder? Gucken wir mal. Bevor ich es lerne. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Wenn du willst, können wir sofort mit dem Training anfangen. Aha. Habe ich das jetzt schon gelernt? Ach ja, habe ich schon gelernt, weil hier starke Schildparade steht. Ja, dann kann ich doch wunderbar mein Schild anlegen hier. Zack. Ui, wo ist es denn? Gar nicht da. Okay, die Bewegung hat er gemacht. Aber er hat kein Schild in der Hand. Okay. Ist das nicht behoben worden? Fragezeichen? Wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht. Ja, Fragen über Fragen. Muss das? Ist das so? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir mal zu Gernot. Oder zu Ganelun. Ich lasse die Schildparade erstmal da. Vielleicht haben wir irgendwann mal das Schild wieder zu sehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja nur auf dem Schiff so. Jetzt ist leider nicht mehr die Option drin, dass ich wieder zurück nach Adarmos könnte. Dann muss ich es wohl verlassen. Mal gucken, was passiert. Vorher speichere ich natürlich wieder ab. Das war eben laden, nicht speichern. Jetzt bin ich wieder an der Stelle. Ah, Moment mal. Ich habe vergessen, mein Schild wieder anzulegen. Zack. So, jetzt aber. Und dann speichern wir. Ja. Wir können Adarmos verlassen. Ich weiß jetzt, wohin die Ork-Flotte gesegelt ist. Gut. Was hast du zu berichten? Die Ork-Flotte ist weiter zu den Chorinseln gesegelt. Die Korsarenschiffe hingegen haben sich von ihnen getrennt. Während eins auf Adarmos geblieben ist, haben die beiden anderen einen südlichen Kurs genommen. Wahrscheinlich nach Varant oder den südlichen Inseln. Aber egal. Hauptsache, diese Schiffe stellen keine Bedrohung mehr für uns dar. Die Besatzung des dritten Schiffes hat aber an dem anderen Ende der Insel ein Lager errichtet. Konntest du etwas über die Pläne der Korsaren in Erfahrung bringen? Die Korsaren wollen hier lediglich Beute machen, waren aber überrascht, dass die Insel über mehrere Söldner verfügt, die diese verteidigen. Von den Söldnern wusste ich nichts. Hat der Großbauer sie angeheuert? Ursprünglich ja. Er ist aber mittlerweile tot. Jetzt ist der Anführer der Söldner, ein gewisser Roche, derjenige, der das Sagen im Dorf hat. Naja, besser als wenn die Insel schutzlos wäre. Was hast du noch zu berichten? Die Korsaren hatten einen Schwarzmagier namens Zyon bei sich. Der Bursche suchte auf der Insel nach einem wertvollen Buch über Schutzzauber. Ein Schwarzmagier? Das hört sich gar nicht gut an. Berichte weiter. Dieses Buch soll ihn vor gefährlichen Untoten schützen, die in einer Gruft ein wertvolles Artefakt bewachen. Wo diese Gruft aber sein soll, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.
Auf der Insel ist sie jedenfalls nicht. Dieses Artefakt in der Gruft muss aber über große magische Kräfte verfügen und könnte eine Gefahr für uns alle werden. Leider aber ist mir Cyan entkommen, sodass ich nicht mehr herausbekommen konnte. Hoffentlich wird der Bursche sein Vorhaben nicht umsetzen können. Und was ist mit den Korsaren? Die sind keine Gefahr mehr für die Insel. Die Orks hatten sich übrigens mit ihnen verbündet, um mit ihnen gemeinsam die Inseln zu plündern. Gut, ich dachte mir schon so etwas. Dann können wir ja jetzt diese Gegend verlassen. Aha. Darf ich jetzt wissen, was unser nächstes Ziel ist? Bevor ich dir das mitteile, möchte ich gerne wissen, ob du noch eine Aufgabe für uns übernehmen willst. Sehr gerne. Aber dürfte ich zunächst wissen, um was es sich handelt? Nun, bevor wir zu unserem noch geheimen eigentlichen Reiseziel segeln, müssen wir zunächst auf der hier in der Nähe liegenden Insel Korus Wasser und Proviant aufnehmen. Aber warum denn das? Hattet ihr dies nicht erst auf Athanos getan? Das ist richtig. Doch konnten wir dies nur begrenzt tun. Wie du selber wissen wirst, verfügt Athanos nicht über so viel Nahrungsmittel, um ein so großes Schiff wie die Albatros entsprechend beladen zu können. Außerdem wollen wir von den Bewohnern der Insel wissen, ob sie vielleicht eine Flotte der Orks gesichtet haben. Du würdest mit Ernst und Donaldo in einem kleinen Boot nach Korus segeln, das Notwendige dort besorgen und die Bewohner befragen. Nun, willst du diesen kleinen Auftrag für uns erledigen? Ja, aber warum segeln wir nicht alle nach Korus? Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es könnte ja sein, dass gerade vor Korus Küsten einige Orkschiffe auf uns warten. Ohoho. Ja, Dandolo heißt er doch. Gesagt wurde Donaldo. Auch gut. Naja, der Ozean. Unendliche Weiten. Wir brauchen jetzt eine Insel, wo wir Nahrungsmittel und Wasser besorgen können. Da ist doch was. Okay. Jetzt stehe ich hier und speichere mal. Da hinten ist was Neues. Oder? Ja, da ist was. Da ist ja noch ein Schiff. Hä? Jetzt verstehe ich wieder was nicht. Das ist liegt daran, weil ich nicht weiß, was ich jetzt zu tun habe. Das ist doch lange bekannt. Gucken. Was muss ich denn machen? Gernot. Ich kann das nicht glauben. Guck ins Logbuch. Ach so. Proviantaufnahmen. Gernot gab mir den Auftrag, gemeinsam mit Ernst und Donaldo nach Korus zu segeln, um dort Proviant aufzunehmen. Der verlorene Sohn. Da waren doch drei Quests. Wertvolles Buch. Aha. Verschlossener Keller. Nee, hier ist wahrscheinlich. Nee. What is the matter jetzt nun? Wo? Was? Wie? Da hinten ist ein Schiffchen. Dieses Schiffchen soll ich wohl beschwimmen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Aha. Siehst du das Schiff? Ja, Bootsmann. Was ist mit diesem? Es ist ein Handelsschiff. Wahrscheinlich kommt es von den südlichen Inseln. Lord Baldwin würde gerne wissen, ob die Schiffsbesatzung etwas über die Flotte der Orks weiß. Sie müssten ihr eigentlich begegnet sein, wenn unsere bisherigen Angaben über die feindliche Flotte richtig sind. Ein Beiboot wurde schon zu Wasser gelassen. Am besten segelst du gleich hin. In Ordnung. Frage auch den Kapitän, woher sein Schiff kommt und welcher Hafen sein nächstes Ziel ist. Es könnte vielleicht wichtig sein. Gut, ich mach mich gleich auf den Weg. Ja, danke, Harald. Bring mir die starke Schildparade bei. Lass uns mit dem Training. Okay. Dann wollen wir mal. Wie kommt. Ein Beiboot ist zu Wasser gelassen. Wo ist denn das Beiboot dann? Ha, das wird wahrscheinlich hier sein. Gehen wir mal hier. Ja. Oh! Animation. Sehr schön. Ja, so mag ich das.
Das werden wir natürlich kürzen. Ja, und dann geht's wieder die Treppe hoch. Aha, etwas später. Wir sind jetzt hier auf einem kleinen Schiffchen. Mal gucken, wer bist du denn? Du bist Hans. Hallo Seemann, darf ich dich was fragen? Nee, keine Zeit. Frage Björn und den Käpt'n. Ich habe zu tun. Herrlich. Juni, die Schlange stolpert immer spitzen Steinhans, nicht wahr? Aber mal abspeichern. Dann schauen wir mal. Oh, was ist da unten? Brot, Wein, Käse, okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Richtiger Schlüssel? Ich habe doch hier was gesehen. Diesmal sehe ich einen Schalter. Womit denn? Womit denn? Aha, okay. Was steht da denn? Was ist das? Okay, das ist nur ein Pfahl. Ah, auf der anderen Seite auch. Und es regnet mal wieder. Sag mal, zwei Leute hier auf dem Schiff. Noch ein Björn. Ach, ein Björn und... Alles klar. Dann wollen wir erstmal Hallo sagen. Hallo Seemann. Mein Name ist Roland. Ich komme vom etanischen Kriegsschiff Albatros. Willkommen. Ich bin Björn, Bootsmann des Weißen Wals. Handelsschiff aus Tarsos. Kommandant Captain Ahab. Ich hätte gerne ein paar Auskünfte. Bedauere, die gibt nur der Captain. Auch gut. Wo finde ich Captain Ahab? In seiner Kajüte. Gut, dann werde ich mal zu ihm gehen. Das geht nicht. Captain Ahab empfängt momentan niemanden. Captain Ahab. Ja, ja, Bootskommandant des Weißen Wals. Ach, welche schöne Anspielung. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ja, erstmal hier ein bisschen Taschendiebstahl begehen. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich muss von ihm ein paar Auskünfte haben. Und zwar sofort. Tja, tut mir ja wirklich leid, aber solange wir das Fieber an Bord haben, wird der Captain wohl seine Kajüte nicht verlassen. Wie? Ihr habt das Fieber an Bord? Hoffentlich nichts Gefährliches. Tja, wer kann das wissen? Bisher hat es nur unsere Matrosen Hans erwischt. Aber das reicht ja schon bei einer dreiköpfigen Besatzung. Das heißt, solange Hans krank ist, wird Ahab sich nicht an Deck blicken lassen. Jo. Davon kann man ausgehen. Jo. Björn, Alter, anhalten. Okay, gibt nichts mehr. Hä? Wo willst du denn hin? Ach so. Hä? Jetzt ist er bitte nicht irgendwo runtergefallen. Okay, alles klar. Ja, Fischer an Bord. Nee, Fieber an Bord. Auf dem Handelsschiff ist das Fieber der Matrosen Hans Muskis ganz schön erwischt haben. Ich sollte ihm helfen, denn sonst werde ich wohl nie mit Ahab sprechen können. Ja, das ist die logische Schlussfolgerung. Gehen wir nochmal rüber zu Hans. Vielleicht braucht er nur so einen stinkig miefigen Heiltrank, der Hans. Du hast das Fieber? Du hast das Fieber. Jo, Kamerad, hab ich. Muss ich mir geholt haben, als wir den Schiffen letztens einen Teil unserer Waren verkauft hatten. Welche Schiffe? Nee, nee, da fragst du besser den Käpt'n. Da halte ich lieber die Klappe. Na schön, aber nochmal zurück zu deiner Krankheit. Gibt es denn kein Mittel, das dir helfen könnte? Doch, ein kräftiger Krog. Dann wäre ich ihm nur wieder auf den Beinen. Aber leider haben wir nichts mehr an Bord. So ein Pech. Oh, Schiete, einen kräftigen Krog. Soweit ich weiß, habe ich die eigentlich... Echter Seemannsgrog. Und weiß er rum. Ich habe noch einen Grog da. Und was haben wir hier noch? Alvas rum. Ja, und das war's dann, ne? Nimmst du denn den an? Nein. Nimmt er nicht an. Ach, du liebes Läuschen. Und jetzt? Also sind es doch drei Mann Besatzung. Upsa. So, Björn? Nö, auch nicht. Das heißt also, ich gehe wieder hier rüber zum Boot. Das ist zu weit entfernt. Immer noch zu weit entfernt. Muss ich da drauf jumpen oder? Ja. Ja, und auch hier wird es mal wieder gerafft.
Ja. Herrlich. Okay, die Animation etwas später. Was nu? Jetzt müssen wir mal gucken, ob Gernot irgendwas hat für uns. Oder ich muss nachher unseren Wulfias fragen. Oh, ich muss eigentlich ja logischerweise den Gernot davon berichten. Nö. Buh, hier. Das ist eine schlimme Sache. Also das ist, wäre so meine Logik. Nee, hier geht falsch. Ja. Aber mal gucken, wenn wir schon hier sind, können wir bei Albin nochmal. Hast du was zu essen für mich? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Ach, heute nicht mehr. Oh, hab ich schon. Okay. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Jo. Das ist eine schlimme Sache. Also, höchstwahrscheinlich. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Mit Wulfias. Ganz für uns Meinung. Eine Medizin. Hey! Ich brauche deine Hilfe, Meister Wulfias. Da ist es doch schon. Ich brauche deine Hilfe, Meister Wulfias. Was kann ich für dich tun? An Bord des Handelsschiffes hat ein Matrose das Fieber. Er meinte, dass ihn eine Flasche Grog wieder auf die Beine bringen könnte. Das glaube ich. Allerdings kenne ich ein wirksameres Mittel dagegen. Kann ich es bekommen? Leider fehlen mir noch ein paar Zutaten. Die müsstest du mir noch bringen. Oh je, was brauchst du denn? Hier auf hoher See werde ich wohl nicht viel auftreiben können. Keine Sorge, es ist nicht viel. Ich benötige eine Flasche Rum und 5 Blauflieder. Die wird dir Wolfgang geben können. Außerdem noch eine Flasche Lebertran. Die wird es bestimmt an Bord des Handelsschiffes geben. Gut, ich schaue mal, was ich auftreiben kann. Lebertran. Aua, das ist so lecker. Hat schon mal Lebertran probiert? Ich noch nicht. Bah. Okay. Ich weiß, dass ich natürlich alle Zutaten schon habe. Wer bist denn du? Was, wenn, ne? Ja, okay. So ist es Innos Wille. Ach ja. Hi, Wolfgang. Ich brauche mal lecker Sachen von dir. Wie zum Beispiel. Zeig mir deine Ware: Blauflieder und Grog. Oder Rum. Da. Weißer Rum. Ne, er braucht ja Grog. Nicht Rum. Bock Rum. Blauflieder. Hab ich Blauflieder? Große Frage. Seraphis? Ach, da. Melarius? Ach, hier. Oh, Blauflieder habe ich genug. Brauche ich keinen kaufen. Was ich nicht nur verstehe ist, was hat es mit dem Laborwasserflasche? Ich brauch doch ein. Nö. Hat er nicht. Nochmal ins Logbuch gucken. Biber an Bord. Wulfias würde den kranken Matrose einen Trank. Also, er braucht eine Flasche Rum. Oh, wie komme ich auf Grog? Ah, ich wieder. Ich hab doch Rum. Wieso hat das eben nicht geklappt? Hier. Echter Seemannsrock und weißer Rum. Okay, dann brauche ich normalen Rum wahrscheinlich, ne? Zeig mir deine Ware. So, eine Flasche. Hier, weißer Rum. Okay. Dann werde ich das mal machen. So, wie ist er da? Beschreibung steht, hätte ich beinahe gesagt. Und dann gehe ich wieder rüber zum Shape. Den Lebertran kriege ich ja drüben. Ja, ich kann ja hoffen, dass die Animation nicht allzu oft ist. So, Björni. Habt ihr Lebertran an Bord? Ja. Habt ihr Lebertran an Bord? Ja, haben wir. Wozu brauchst du das Zeug? Vielleicht kann ich damit das Fieber heilen. Mit Lebertran? Ist das dein Ernst? Ja, unser Magier an Bord meint, dass man das Fieber mit Lebertran heilen kann. Allerdings kommen noch ein paar andere Dinge hinzu. Na, von mir aus, wenn das Zeug wirklich helfen soll, soll es an einer Flasche jetzt nicht scheitern. Hier hast du noch eine. Die kannst du gerne haben. Was willst du für den Lebertran haben? Nichts. Schließlich hilfst du einem Schiffskameraden von mir. Ich hoffe nur, dass das Zeug auch wirklich hilft.
Also wenn du mich fragst, dann sollst du ihm besser einen Grog geben. Was anderes würde Hans sowieso nicht trinken. Leider aber haben wir nichts mehr an Bord. Mal gucken. Okay, nix. Das heißt also, ich darf wieder rüber. Kaum habe ich das gesagt, kommt die Animation wieder. Okay, also muss ich hier hochklettern und dann rein. Okay. So, wieder rüber zu Wulfias. Ah. Hey. Ich habe alles. Hier. Gut, ich werde jetzt etwas zusammenbrauen, das den Matrosen wieder schnell auf die Beine bringt. Wie lange wird das dauern? Nicht lange. So, schon fertig. Hier hast du die Medizin. Gucken, Fieber an Bord, Wulfias ganz schnell. Wird Hans den Grog trinken? Das ist die große Frage. Ja, wir sind wieder da. Hey du! Okay, jetzt kriegt Hans das Zeug. Ich will mal sehen, wie das aussieht, bevor ich es ihm gebe. Aha. Heilung des schweren Fiebers. Wird sich das jemals ändern? Ich habe ein Mittel. Ich habe ein Mittel gegen das Fieber. Grog geben, Lebertron geben. Grog geben. Ja, okay. Ich mach mal Lebertran. Das wird er bestimmt ablehnen. Wirklich? Grog sieht aber ganz anders aus. Was ist das denn für ein Zeug? Hoffentlich nicht Rattengift oder sowas. Keine Sorge. Das Zeug wirkt genauso gut wie Grog und schmeckt fast genauso. Na, wenn du das sagst, dann werde ich gleich mal einen Schluck nehmen. Okay, jetzt genau. Oh, schmeckt ja fürchterlich. Irgendwie nach Lebertran. Ist ja ekelhaft. Und? Was macht das Fieber? Hey, na sowas? Davon merke ich jetzt überhaupt nichts mehr. Es ist also weg. Jo, ist es. Danke, Mann, du hast mir echt geholfen. Da nehme ich doch gleich noch einen Schluck. Oh. Schade. Hätte gerne gewusst, was es mit dem Grog auf sich hat. Ja, Björn, da musst du wohl mir den Schlüssel geben. Hans ist vom Fieber geheilt. Tatsächlich? Aber du hast ihm noch nicht jetzt was von dieser ekelhaften Lebertranbrühe zu trinken. Doch, gegeben. Doch. Das kannst du einem alten Seebären wie mir nicht weismachen. Na komm, du hast ihm doch bestimmt einen Grog besorgt. Nun, ich... Ach, schon gut. Hauptsache, wir sind jetzt dieses verdammte Fieber wieder los. Also, ich wusste das echt nicht mit dem Lebertran. Oh, schade. Naja. Kann ich jetzt mit Ahab sprechen? Mit Ahab? Klar. Allerdings müsst du mir noch einen kleinen Gefallen tun. Wie bitte? Ja. Ein Gefallen? Ich denke, ich habe für euch genug getan. Na komm, ein alter Seemann wie ich hat nun mal Durst und ich dachte... Also, was willst du? Soll ich dir jetzt auch einen Grog besorgen oder was? Nee, ich bin mehr der Rumtrinker. Also, wenn du mir 5 Flaschen besorgst, dann... Wie? Gleich 5 Flaschen? Na klar, ich habe schon lange nichts mehr zu trinken gehabt. Säufer. Also, wenn du mir das Zeug besorgst, leicht dich auch sofort zu Ahab. Matrosen-Ehrenwort. Säufer, du... Aber ich hab ja hier dein Rum. Hier, dein Rum. Danke, Mann. Den lass ich mir jetzt schmecken. Zuvor lässt du mich aber zu deinem Kapitän. Na klar doch. Hier ist dein Schlüssel zu seiner Kajüte. Ich habe ihm übrigens schon mitgeteilt, dass Hans vom Fieber geheilt ist und dass du ihn sprechen willst. Aber genug gequatscht. Meine Zunge ist schon ganz trocken. Wird Zeit, dass ich was trinke. Prost. Ah, tat das gut. Okay. Herrlich. Ja, dann gehen wir mal in Captain Ahabs Gemach. Genau. Oh, Herr Ahab hat ja aber eine schöne kleine Kajüte. Da ist er ja, der Captain Ahab. Sieht er denn auch so aus wie aus dem Film? Nö, schade. Dann sprechen wir mal an. Ach nee, die Zeit ist um, Leute. Also, danke fürs Einschalten, schreibt einen Kommentar und
Vielleicht habt ihr noch einige Ideen. Ich bedanke mich und sage Tschüss.